Willkommen zurück bei GTA 3. Wir versuchen uns nochmal an der Mission bei Joey, auch wenn ich gerade das dumme Gefühl habe, wir sind zu spät dran. Die sind ja irgendwie alle uhrzeitbedingt, habe ich das Gefühl. Was ein bisschen dämlich ist. Ich hoffe, wir können die Forelli-Brüder diesmal ausschalten. Beautiful. Versuchen wir's. So, was für eine Karre nehmen wir am besten? Vielleicht wieder so eine große. Schnell weg! Also der eine sollte ausgeschaltet sein. Das ist die Frage. Da dürfte der andere sein. Jo. Das haben wir jetzt simpel gelöst bekommen im Versuch Nummer 3. Aber immerhin. Wir haben es geschafft. Bringt ihn zur Schrottpresse. Ey. Aber jetzt ist die Karre auch schon schön blutig hinten. Oh, da sind wir ein wenig falsch gefahren. Aus dem Fahrzeug immer wieder gern bei diesem netten Ton. Mission erfüllt, 10.000 Dollar. Stand hier nicht auch noch irgendwo immer eine Karre rum? Da könnten wir uns ja mal angucken, was das wäre, ob das nur ein normales Auto ist oder eine Mission. Tja, habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Ups. Nun gut. Kann man vielleicht in die Busse gehen? Vielleicht ist da ein Päckchen drin.
Also hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Aber ich wüsste, wo man vielleicht da noch eins findet. Ein paar Busse sind da noch auf dem Nachbargrundstück. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Und auch diese riesige Rasenfläche sieht verdächtig aus. So, nehmen wir mal ein Pickup. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich komme hier nirgendwo zu. Vorbei. Klar, da fällt das Stück um. Warum auch nicht? Ich hätte auch einfach hier rumfahren können. Na gut. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hier war leider kein Päckchen. Und auch das sieht relativ leer aus, aber das könnte eine Sprungschanze sein, obwohl ziemlich uneben. Jo, Sprungschanze. Ups. Am wenigsten kriegen wir, glaube ich, jedes Mal Kohle, wenn was explodiert. Das finde ich nicht schlecht. Habe ich mir auch die beste Karre hierfür ausgesucht. Vielleicht ist es zu Fuß besser. Wieso können die nicht einfach da Päckchen verstecken, wo ich eins vermute? Das wäre doch so viel einfacher. Oh, ach so, wir sind jetzt hier. Interessant. Haben wir hier irgendwie schmerzfrei runter. Oh, 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 oh. So, hier. Ach, hier waren wir ja schon zu Fuß unterwegs, stimmt. Schade. Gucken wir mal runter. Hier ist auch keins versteckt. Oh, okay. Was ist denn das? Eine Uzi? Na klar, warum nicht? Nehme ich mit. Ich könnte schwören, dass hier eigentlich eins sein müsste. So ein Riesengebiet ohne irgendwas außer der Uzi. Ich glaube, hier hatten wir schon eins geholt. Kann das sein? Oh oh.
Da in die Richtung möchte ich auch auf jeden Fall immer nach unten gucken, hier am Rand. Da fährt man ja doch nicht so lang. Aber leider nichts. Und hier waren wir ja schon. Okay, dann können wir jetzt. Das ist ja wirklich eine mächtig kleine Insel. Dann können wir jetzt auch mal die Brücke erkunden, ob da vielleicht doch irgendwo eins rumliegt. Was ist denn das für ein grünes Ding? Wie guckt man hier in das Gelände rein? Ups. Da. Oh, yeah. Wie kommt man denn da hoch? Jetzt mal ohne Scheiß. Keine Ahnung. Es war nur eine normale Pistole, aber wäre trotzdem interessant. Ups, oh no, 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 no. Nein, nicht das schöne Auto. Scheiße. Man könnte höchstens irgendwie so rüberspringen, aber. Klappt auch nicht wirklich. Nehmen wir mal ein Taxi. Hier ist die Brücke zerstört. Okay. Kein Belohnungspäckchen. Der mutige Erkunder. Oh oh. Aber wir haben einen neuen Monsterstand gefunden. Und wahrscheinlich soll man eigentlich hier im Grünen landen. Versuchen wir es nochmal mit dem Taxi. Ansonsten müssen wir uns eine bessere Karre holen. Oh oh. Huhuhu. Oh, ich weiß gar nicht, wie man da drin landen soll. Das ist ja so schwierig. Hat auf jeden Fall nicht als Stunt gezählt. Und an dieser Stelle gibt es dann ein Folgenpäuschen. Spitze. Bedanke mich. Bis dann.